So, hallo, liebe Freunde von Facebook, von YouTube. Erste bewusste Astralreise endlich geschafft. Ich habe jetzt auch schon ein Video darüber gemacht. Was heißt Video? Es ist eigentlich ein Telefonat, was ich hochgeladen habe, ein Telefonat mit dem YouTuber Methode. Das war kurz gleich danach, nach der Astralreise, die ich hingekriegt habe. Ich mache jetzt halt nochmal ein Video, weil die Tonqualität war jetzt ein bisschen problematisch. Es ist einiges untergangen, was ich noch erzählen wollte, was noch wichtig gewesen wäre. Deswegen erzähle ich es jetzt. Ja, Astralreisen. Ich muss von ganz von Anfang erzählen, ich habe ja schon mal eine Astralreise gemacht. Allerdings war es so, dass die nicht bewusst von mir eingeleitet worden ist, sondern aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen, die ich hatte in der Zeit, ziemlich stark. Starke Herz-Kreislauf-Probleme wurde diese Astralreise ausgelöst. Ja, das war damals so. Ich bin plötzlich mittelst in der Nacht aufgewacht. Ja, dann hörte ich plötzlich so einen Ton im Kopf, so auch wie ein binauraler Beat, so wum, 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 wum. Und dann war es natürlich ganz krass. Ich habe dann plötzlich auch so leicht Standchen gesehen und dann war es so, dass ich plötzlich, ich habe dann hier unter der Brust, habe ich dann meine Astralarme gesehen und habe aber auch schon was gewusst von Astralreisen, also von Marco Hümer und auch von Higher Mind, habe da schon ein bisschen was gewusst, aber ich habe mich dann noch nicht so näher damit beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss das Astralreisen sein, bin dann raus aus meinem Körper, ja, war kurz in der Wohnung, bin hier also quasi in der Wohnung geschwebt und bin dann wieder zurück, um zu gucken, ob im Körper alles noch in Ordnung ist. Und dann war es so, dass ich kurz vor dem Herzinfarkt war. Also ich habe so ein Ziehen gehabt im Arm. Ich bin auch nicht mehr so richtig in den normalen physischen Körper wieder reinkommen. Ich habe den Arm hochgehoben. Also das war dann der Astralarm, während der physische Arm noch auf der Bettdecke gelegen ist. Und das war natürlich schon freaky, das war natürlich Schock, Schock. Also ich erzähle es jetzt nur kurz, weil ich habe dazu schon mal ein Video gemacht gehabt damals. Ich habe ja das, wie hat das jetzt mal geheißen, meine erste Astralreise. Wir essen zu viel, ja, spirituelle Themen. Und da habe ich das ja jetzt schon mal erzählt, wie das damals war. Also das war jetzt damals so meine erste Astralreise. Dann habe ich, wie gesagt, mich mit Marco Hümer beschäftigt, mit seinen Frequenzen, habe auch seine Frequenzen gehört, aber nicht nur die, sondern auch Frequenzen so auf YouTube, habe meditiert und ja, habe mich viel dann auch mit Astralreisen beschäftigt und ich habe es dann aber nicht mehr so richtig hingekriegt. Also es war dann so, dass ich schon luzide Träume gehabt habe. Also die Träume sind immer luzide geworden. Es war dann so, dass ich einen Traum gehabt habe von einer Astralreise, wo ich gemeint habe, es wäre eine Astralreise gewesen, sich im Nachhinein doch aber dann als luzider Traum herauskristallisiert hat, weil das Setting hat nicht ganz passt. Also ich weiß von Jonathan Dielas, dass Astralreisen, also der Unterschied zwischen luziden Traum und Astralreisen ist ja der, dass die Astralreise beginnt da, wo man jetzt liegt, im Zimmer quasi, und endet dort auch. Und beim luziden Traum ist das halt ein bisschen anders. Also da hat also quasi, ich habe träumt davor, dass ich astral und dass ich mit meinem Astralkörper so quasi durch die Gegend geflogen bin, habe aber, das Setting hat aber nicht passt. Das waren also andere Räumlichkeiten, anderer Ort, wo ich dort war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das war doch wahrscheinlich doch ein luzider Traum. Und ich bin ja auch so, dass ich sage, hey, wenn es wahrscheinlich vielleicht eher ein luzider Traum war, sage ich auch, es war ein luzider Traum, dann würde ich nicht sagen, hey, ich habe eine Astralreise gemacht und so. Und hinterher war es dann vielleicht doch ein luzider Traum und ich möchte mit, dann bescheiße ich mich selber. Ja. Also da bin ich, möchte schon sicher gehen, dass es auch wirklich eine richtige Astralreise war. So, okay. Jetzt habe ich die erste bewusst ausgelöste Astralreise geschafft. Also was heißt jetzt vorgestern Nacht? Ich mache jetzt das Video dazu nochmal. Und es war dann so, es war so, ich habe ja dann schon das mit dem Astralreisen aufgeben. Ich habe dann auch gar nicht mehr geübt. Ich war dann auch frustriert, weil es hat dann nicht mehr geklappt. Also ich habe dann schon so leichte Vibrationen gemacht, ich habe Frequenzen angehört und so weiter. Auch das suggeriert und visualisiert und so. Aber ich habe einfach den Astralkorb, ich konnte nicht abstoßen, ich konnte nicht wirklich raus. Ja. War mal so kurz davor. Irgendwie dann haben andere Gedanken gehabt. Ich bin auch teilweise das Problem gehabt, dass ich zu wach geworden bin. Und dann habe ich so aufgegeben, habe mal zwischendurch mal wieder eine Schlafunterbrechung gemacht, hat dann wieder nicht geklappt. Und jetzt war es so, also
vorgestern Nacht quasi, ja, war es so, ich bin irgendwann dann um 3 in der Früh, also was ist Nacht eigentlich, gestern in der Früh quasi, so muss ich sagen, bin ich in der Früh dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, 3, 4 aufgewacht. Ich habe jetzt nicht auf den Wecker geschaut, muss ich sagen, weil mir, da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Ich bin dann auf Toilette gegangen, ja, und war dann so müde, ja, also da war ich richtig müde, und dann haben wir gedacht, hey, jetzt probier's einfach mal, ob du mal rauskommst aus dem Körper. Und dann war das tatsächlich so, ich habe mich hingelegt, und kurz bevor, also es war so, ich hätte so einschlafen können, dann kurz bevor ich eingeschlafen bin, ja, habe ich visualisiert, dass ich aus dem Körper rausgehe, und tatsächlich ist passiert. Ich habe mir vorgestellt einfach, ich gehe aus meinem Körper, ich habe mir gesagt, ich gehe aus meinem Körper, und das war's. So easy. Und ich habe gedacht, das Astralreisen wäre so schwer. Und dann geht es wirklich so. Und ich war draußen. Genial. Ja. Und ja, und dann, wie gesagt, und dann ging's los. Also mein Körper, mein physischer Körper ist eingeschlafen, ich bin mit meinem Bewusstsein raus. Und das war ohne Frequenzen. Ja. Dann habe ich meinen Körper gesehen und habe mich aber von ihm wegbewegt. Das habe ich auch dann auch um den Telefonat erklärt. Ich habe mich wegbewegt, weil ich wollte nicht wieder, dass es mich wieder in den Körper reinzieht, weil ich glaube, der Marco Hümer hat das mal gesagt, dass wenn man zu sehr den Körper anschaut, dann kann es sein, dass man dann wieder in den Körper reinkommt. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Bin raus, ja, aus meinem Körper, mein Bewusstsein quasi. Bin rausgeschwebt, bin zum Fenster, einfach beim Fenster dann raus. Und was ich gleich gemerkt habe, ja, ich bin schwer vorwärts gekommen. Das hört man auch im Telefonat, das habe ich auch öfters wiederholt. Ich bin schwer vorwärts gekommen. Ich habe dann auch so Schwimmbewegungen gemacht, so, ja. Und es war echt schwierig. Also ich musste mich immer konzentrieren, dass ich vorwärts komme. Da muss ich mal Marco fragen, ob das bei ihm jetzt auch am Anfang so war. Also anscheinend muss man das erst noch üben, die Vorwärtsbewegung. Also ich habe dann auch versucht, wie Superman, natürlich durch Gegend zu fliegen, habe dann Handy so ausgeschickt, weil ich war ja erst so quasi waagerecht, senkrecht meine ich, und dann waagerecht, ja, bin ich dann durch Gegend geflogen und bin ein bisschen so langsam vorwärts gekommen, ja. Und durch das, dass ich mich immer mehr konzentriert habe, ging es dann auch besser. Ich bin dann raus aus meiner Ortschaft, bin dann schon in die nächste Ortschaft, bin schon so langsam durch die Luft getuckert, kann man sagen. Und dort dann ging es immer weiter runter, und ich bin dann an den Häusern dann vorbei und in den Gassen, da waren also so mehrere Häuser, ich weiß aber nicht an welchem Ort, tut mir leid, wo das war, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich da um die Häuser rum, und habe mich teilweise dann auch mal in so einem Garten da aufgehalten, und auf einmal sieh da Leute, ja. Aber mir war irgendwie klar, das waren auch Astralreisende, also das waren auch so, im Körper ist ja quasi so durchsichtig, also man sieht Konturen, ja, aber man sieht auch, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man auch durch den Körper durch, ja. Und da war mir das klar, also mir war irgendwie klar, das waren auch Astralreisen, bloß habe ich nicht genau gewusst, träumende Astralreisen oder so Astralreisen, so wie ich jetzt, also die das schon gelernt haben, oder ob das vielleicht frisch Verstorbene waren, das habe ich nicht gewusst. Und die haben mir dann mit Gedanken, also mit Gedanken übertragen, zu verstehen gehen, ich soll doch bitteschön die Privatsphäre achten. Was geht? Ja, die haben dann irgendwie gesagt so, ich soll doch nicht in die Häuser nahe fliegen, ja, weil das die Leute nicht wollen. Und das war mir irgendwie auch klar, es war ja irgendwie logisch, ja. Und ich soll doch bitte schön weitergehen. Und dann habe ich dann mit Gedanken dann zurückgeantwortet und habe gesagt, oh, okay, tut mir leid, ja, ich bin nur auf der Durchreise, ich habe mich hier verlaufen, verflogen, oder wie soll man sagen, verlaufen kann man ja nicht sagen, also verflogen, sozusagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verschwinde auch gleich wieder. Und dann habe ich noch eine Idee gehabt, um mich schneller fortzubewegen, habe ich zwei Steine genommen. Ja, also ich habe auf dem Boden so längliche Steine gesehen und habe gedacht, okay, jetzt mache ich mir so ein Bild, dass mich die Steine quasi schneller fortbewegen, also fortziehen. Also wenn ich jetzt, ich kann es jetzt mal zeigen, wenn das jetzt zum Beispiel, da nicht, das ist ein USB-Stick, das ist so ein Adapter, die zwei, stellt euch vor, wie so längliche Steine, die habe ich dann so zusammengenommen, ja. Habe mir vorgestellt, da wäre so ein unsichtbares Seil, wo das zieht. Und dann habe ich mich quasi von den Steinen so durch den Raum ziehen lassen. Ja. Und dann ging das auch wieder schneller. Ich bin dann auch wieder schneller vorwärts gekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt vorher schon gesagt habe. Die Astralwelt
ist irgendwie so, wie wenn man unter Wasser ist. So kann man es vergleichen. Also stellt euch die ganze Welt vor, wer unter Wasser, ja, und so bewegt ihr euch ein bisschen. Also so schwebt ihr quasi durch den Raum. Wie gesagt, ich habe am Anfang so Schwimmbewegungen gemacht. Und so, also so kam mir das auf jeden Fall vor. Ja, aber wie gesagt, mit den Hilfsmitteln habe ich mir das vorgestellt. Also, und ruckzuck bin ich vorwärts gekommen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. In der Astralwelt geht viel mit Visualisierung, viel Glaube, ja. Zweifel sind schlecht, sollte keine Zweifel sein, sondern festen Glaube, viel visualisieren, ja. Bildliche Hilfsmittel, ja, wie zum Beispiel die Steine, sind zum Beispiel sehr praktisch. Ja, und dann bin ich wieder durch die Astralwelt geflogen, bin über die Häuser, dass mir das nicht wieder passiert, dass ich da wieder Arge kriege, ja. Und ja, und dann bin ich über die Häuser drüber geflogen und dann wollte ich auf die Ebene 27 und meinen Geistführer treffen. Das ist mir dann auch gleich eingefallen. Ich dachte, okay, was machst du jetzt? Du stellst jetzt einfach die Ebene 27 vor, den Park. Hat ja der Marco Hümer auch schon davor gesprochen. Wollte ich meine Seelen früher sprechen. Ich wollte wissen, was meine Bestimmung ist, wie es mit meinem Leben aussieht, wo ich, was ich noch machen sollte, um mehr Erfolg zu haben oder so. Ja, und dann habe ich mir das vorgestellt und dann hat es mich durch so einen Tunnel durchzogen. Also es war dann so, ich habe dann der Tunnel, die Außenwandung war irgendwie so gräulich und in der Mitte war so Licht und da hat es mich dann reinzogen. Und es war dann so, dass auch in dem Tunnel bin ich, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich da so langsam vorwärts komme, also dass es nicht schnell genug geht. Es war dann auch so, dass ich in dem Tunnel ziemlich lang drin war. Also ich habe dann gewartet und da bin ich dann ungeduldig geworden. Und da habe ich mir gedacht, nee, also das ist jetzt, das dauert mir zu lang. Und da war dann auch so mein Gedanke, ich gucke mal, ob ich jetzt nicht wieder durch den, ob das jetzt so einfach geht, dass ich wieder in den Körper zurückgehe. Das war mir nämlich auch wichtig, ja. Also ich habe dann schon auch ein bisschen Angst, dass ich da in der Welt verweile und wollte dann gucken, geht es so einfach, so problemlos in den Körper. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich auch anders mal machen. Also es war ja für den Anfang war das ja, die ganzen Erlebnisse war ja okay. Und dann habe ich mir meinen Körper vorgestellt, schrupp, das ging rucki zucki, wupp, war ich wieder in meinem Körper drin, hat es mir reinzogen und zack, war ich wach. Und dann habe ich gedacht, boah, ich würde doch jetzt nicht eine Astralreise geschafft haben. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich dachte, ich konnte es erst mal gar nicht glauben. Habe ich gesagt, das war doch jetzt eine Astralreise. Hey! Und ich noch, zack, ich war noch voll begeistert. Habe sofort also in der Früh dann den YouTuber Methode angerufen, habe das dann erzählt und dadurch kam dann das Telefonat zustande. Und das eine war noch, was mir danach kommen ist, die Leute, wo ich da getroffen habe, die also gesagt haben, ich soll die Privatsphäre von den anderen, von den Menschen da respektieren, da haben wir mal gedacht, das waren bestimmt so kosmische Wächter, die irgendwie aufpasst haben, dass man jetzt nicht zum Beispiel in ein Haus reingeht und dann eine Frau nackt beim Duschen zuschaut oder solche Sachen. Weil das ja, wer will das ja? Also ich meine, ich will das auch nicht, dass in meinem Haus plötzlich ein Geist reinkommt und mich da beobachtet oder was. Das ist ja unangenehm, ja. Und das war mir dann danach, war mir das dann klar. Ja, ich war natürlich voller Freude. Das war jetzt also wirklich, ich kann jetzt hier wirklich von einem Erfolg sprechen. Absolut, das war jetzt auf Feilenstein. Also wie gesagt, Leute, was ich jetzt geschafft habe, war, also Astralreise unbewusst eingeleitete, spontane kann man sagen. Das war jetzt die erste aufgrund Herz-Kreislauf-Probleme. Dann luzide Träume habe ich gehabt. Ich habe ja dann ein Video gemacht, die Türken vor Wien. Das war zum Beispiel so ein sehr luzider Traum, also wo mich auch sehr gut erinnern konnte, sehr klar, luzid. Dann habe ich einen luziden Traum gehabt von einer Astralreise, wo ich gemeint habe, ich hätte eine Astralreise geschafft, aber danach relativieren musste, weil es doch das Setting nicht gestimmt hat und es war doch ein luzider Traum von Astrale. Und jetzt die erste bewusst von mir eingeleitete Astralreise, ja, top, muss ich sagen, genial, ja. Also, wie habe ich es geschafft? Wie gesagt, ohne Frequenzen, also ich will jetzt aber die Frequenzen nicht schlecht reden. Da möchte ich jetzt dazu sagen, die Frequenzen haben mich geprimed, das heißt, die haben mich darauf vorbereitet. Die Frequenzen haben dafür gesorgt, dass eben meine Zirbeldrüse jetzt viel besser aktiv ist, also viel mehr ausgebildet ist, dass sie mehr DMT produziert, weil das DMT ist wichtig für Astralreisen, weil DMT ist quasi das Nahtodhormon, kann man auch sagen, das ausgeschüttet wird, wenn man stirbt. Das ist schon auch wichtig, dass man auch die Astralreise schafft. Und
Nochmals, das war ja so bei mir, ich habe ja gesagt, ich habe da also keine Frequenzen gehabt, sondern habe einfach visualisiert, ich gehe jetzt aus meinem Körper raus. Wichtig ist, den Punkt zu erwischen, kurz bevor man einschläft. Kurz bevor man einschläft, den Punkt erwischen, dass man sagt, okay, lass mal den Körper schlafen und dann raus aus dem Körper, also das Bewusstsein. Also der physische Körper pennt und das Bewusstsein geht raus. Indem man sich es vorstellt, indem man sagt, ich gehe jetzt raus. Und was bei mir der Fall war, also ich habe auch keine Vibrationen jetzt gehabt, ja. Auch okay, so wum 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 wie beim ersten Mal, also so wie so ein mineralen Beat. Aber was bei mir war, meine Zirbeldrüse war sehr aktiv, das habe ich richtig gespürt. So wie ich in sehr langen Frequenzen angehört habe oder sehr lange meditiert hätte, war es dann so, dass dann zwischen die Augen, da, also wo das, das sitzt, wo das dritte Auge sitzt, hat es so ein Ziehen gegeben, so ein Ziehen und so leichter Druck und Ziehen. Und ich habe auch im Kopf gespürt, also da, dass da sich was tut, ja. Und das war der Punkt, also meine Zirbeldrüse war sehr aktiv. Aufgrund dessen habe ich die Astralreise geschafft. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall, man hört weiter die Frequenzen, weil sie bereiten euch vor. Aber jetzt bei mir war es so, beim Ausstieg aus dem Körper, da habe ich keine Frequenzen gehört. Also es war wirklich, wie gesagt, ich bin nur von der Toilette, war sehr, sehr müde, habe mich wieder hingelegt, habe mich richtig kuschelig gefühlt wie ein Baby. Und dann habe ich einfach bloß den Punkt erwischt, wo ich sonst eingeschlafen wäre, ja, beziehungsweise der Körper ist ja eingeschlafen, habe den Körper pennen lassen und bin dann mit meinem Bewusstsein raus. Ja. Das war's. Also das war der ganze Trigger in der Geschichte. Also ganz einfach, es ist ganz einfach. Nur diesen Punkt müsst ihr erwischen. Ja. Und wie gesagt, ohne jetzt das in Wecker, ich habe ja auch keinen Wecker gestellt, also hat es jetzt so funktioniert, ja. Ich meine, bei mir war es immer das Problem, dass ich zu schnell wach war. Ist halt bei mir so. Also bei mir ist es halt immer so, durch die ganzen Frequenzen, wenn ich die höre, um auszusteigen, ich werde da zu schnell wach. Auch wenn der Wecker natürlich klingelt, ist immer die Gefahr, dass bei mir der Serotonin, es gibt ja einen Serotoninspiegel und einen Melatoninspiegel, und der Serotoninspiegel ist ja die Wachhormone, und dass sich zu viel Serotonin bei mir bildet, weil ich werde dann zu arg wach. Und dann kommen dann andere Gedanken und dann denke ich an andere Sachen, ist die Konzentration weg und so weiter. Und deswegen hat es bei mir auch nicht geklappt. Ja, das war bei mir das Problem. Ja. Aber wenn man zum Beispiel jetzt angenommen, jetzt, ja, muss man sich ja vorstellen, wenn ich, ja, man war Schlafunterbrechung macht, dann bis man hingeht, der Computer hochfährt, dahin Frequenzen sucht, hersucht und Play drückt und so. Bis da, na, also so ist bei mir, bin ich schon viel zu wach. Ja. Viel zu wach und viel zu unkonzentriert, und dann klappt es nicht mit dem Astral, mit der außerkörperlichen Erfahrung, klappt es da nicht. Also das ist jetzt mein Weg sozusagen, mein Trick. Ich habe es jetzt heute Nacht auch nochmal probiert gehabt, allerdings war es so, ich bin dann erst um 5 in der Früh, musste ich mal auf Toilette, und dann wollte ich es nochmal probieren, dass ich nochmal einschlafe und rausgehe und dann hat es dann nicht mehr geklappt. Ich war einfach schon zu wach. Ja. Also Müdigkeit ist gut, jetzt in meinem Fall auf jeden Fall, und um aus dem Körper rauszugehen, einfach mit der Müdigkeit arbeiten. Ja. Ich habe nicht das Problem, dass ich wegschlafe, dass ich einschlafe. Ich habe eher das andere Problem, dass ich zu wach war. Ja. Wenn ich sehr müde bin, wie gesagt, so war es jetzt bei mir, da klappt es halt. Also, weil ich muss halt dann nur den Punkt erwischen, das ist ganz wichtig, dass ich da dann nicht mit dem Körper einschlafe, sondern dass ich da sage, so jetzt raus aus dem Körper, Körper schläft und so, dann habe ich meine Astralreise. Ja, das war meine Erfahrung. Wollte ich euch einfach mitteilen. Mir geht es nicht darum, um Anzugeber, überhaupt nicht. Ich möchte einfach, dass es alle lernen, dass alle Astralreisen lernen und drauf haben. Das ist mein größter Wunsch. Und dass wir dadurch auch spirituelle Revolution in Gang setzen, dass sie dadurch einfach unser Bewusstsein erweitern. Das ist mit Astralreisen möglich. Es gibt so viele Möglichkeiten, was Astralreisen bieten. Ja. Es verändert einfach die ganze Weltsicht. Du siehst alles viel klarer. Ja. Probleme lösen sich. Du siehst jedes Problem mal aus einem anderen Blickwinkel und gigantisch. Also Astralreisen ist wirklich, das ist gigantisch. Ja. Okay, ja, das war's mal soweit. Wie gesagt, teilt das Video, abonniert meinen Kanal und verbreitet die Botschaft. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde es jetzt weiter mit der Methode probieren. Ja. Wie gesagt, zusammengefasst,
weite Frequenzen hören, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Trainiert eure Zirbeldrüse, meditiert, entweder meditieren oder Frequenzen hören, dass die Zirbeldrüse richtig gut austrainiert ist und dass die viel DMT produziert. Das ist eine Grundlage für Astralreisen. Und dann, wie gesagt, arbeitet mit der Müdigkeit, ja, so wie ich das jetzt mache, dass ihr einfach den Punkt erwischt und dann rechtzeitig noch raus. Und das kann man über, das ist ja kein Problem. Okay, das war's mal soweit. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine super gute Zeit. Ich halte euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden. Ja. Es gibt auf jeden Fall Videos, auch wenn jetzt der Sturm weg ist, wie ich schon mal im anderen Video gesagt habe. Halte ich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde das ja auf jeden Fall weitermachen mit dem Astralreisen, das ist ja logisch. Und ihr könnt euch auf was gefasst machen. Also ich habe auch so viele spannende Themen auf Lager. Da werdet ihr euch nur umschauen. Okay, also gut, macht es gut. Wie gesagt, gute Zeit und bis bald.